Einen Stift für Puppen, Wangen und rosige Lippen. Ich kann mich hier drauf schmieren, wie ich will. Ich kriege keine Puppenwangen mehr. Da ist hier einfach zu viel Gockelhahnhals. Aber für die, die nur etwas straffer sind, nein, jetzt mal ohne Joke. Ich finde, es ist eine tolle Farbe, kann man sich gut drauf machen. Aber hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich habe das Unboxing der Blissim-Box und ich muss sagen, ich finde das eigentlich wieder ein ganz schönes Design. Das Grüne passt so, glaube ich, so mehr schon zum Winter und Weihnachten hin. Das Motiv darauf ist aber eher so etwas Herbstliches. Also ich finde das eine ganz gute gelungene Mischung. Ja, vorneweg wieder die Info. Ihr wisst das ja, ne? Ich denke ja immer mal wieder, es gibt ja auch mal neue Abonnenten bei mir und dann wissen die das vielleicht noch nicht. Also die Blissim-Box kostet 16,90 € im monatlichen flexiblen Abo. Ihr habt aber die Möglichkeit, wenn ihr die noch nicht bestellt habt, könnt ihr euch 5 € sparen, indem ihr nämlich meinen Code benutzt. Den habe ich in der Infobox stehen. Mein Vorteil, ich bekomme auch 5 € dafür. Vielen Dank. Also ich bekomme die nicht, sondern für meine nächste Box habe ich dann 5 € gespart. Von daher eine wunderbare Win-Win-Situation. Und bei der Gelegenheit, falls du mich noch nicht abonniert haben solltest, wäre das eine tolle Geschichte. Ja, also ist ja für euch kostenlos und für mich halt ein schönes Feedback, ne? Wenn wir gemeinsam als Community ein bisschen wachsen. Ich hatte eigentlich nämlich auch darauf gehofft, dass ich jetzt Ende des Jahres die 2000 geschafft hätte und wollte da eine mega Adventskalenderverlosung rechtzeitig machen. Das gibt jetzt wohl nichts mehr. Muss ich mir noch irgendwas anderes einfallen lassen, weil das werden wir nicht bis Ende des Jahres mehr schaffen. Aber dann ist dem halt so, nö? Also ich freue mich über jeden, der neu dazukommt. Deswegen, ne, gerne ein Abo dalassen. Für die anderen freue ich mich, dass ihr immer noch mir treu seid. So, und jetzt legen wir los. Die Blissim-Box. Ich habe die Preise natürlich schon ermittelt. Von daher weiß ich, was in der Box drin ist, aber habe mir die Infos dazu noch nicht angeguckt. Das machen wir jetzt mal gemeinsam, gell? Also, was habe ich denn? Ich habe mir wieder mal das andere Handy geschnappt, ne? Und wir gucken mal. Also, als erstes sehe ich hier die Blancs-Creme. Ah, da hatte ich wohl eine Info zu gesehen. Und zwar, ich habe jetzt die Blancs-Creme drin, die Körpermilch. Wenn du jetzt zum Beispiel die Box schon neu bestellt hast, die diesen Monat bekommen hast, hast du vermutlich ein anderes Produkt als das, nämlich das Voila. Nur so als Hinweis. Das kostet auch 4,98 € und das hier ist jetzt ungefähr 2,50 €. Ne? Also, wir lesen mal. Was haben wir denn? Die geschmeidige Körpermilch mit grünem Tee und Eisenkraut. Seine Zusammensetzung aus 97,4% natürlichen Ursprungs auf der Basis von Aloe Vera und Allantoin, die deine Haut nährt und beruhigt, damit sie gepflegt wird. So, jetzt steht hier noch, die Grünteeblätter helfen, deinen Körper zu entgiften und zu entwässern. Und das ätherische Eisenkrautöl soll dafür sorgen, dass du dich entspannst. Also es sind 30 Milliliter, wie gesagt, circa 2,50 € habe ich ermittelt. Ich denke mal, das werde ich nicht riechen können. Oh doch, es ist offen. Da kann ich mal eben schnuppern. Also entweder ist es ein ganz milder Duft. Also ich rieche jetzt da irgendwie nichts, was jetzt penetrant wäre. Von daher, ne? Falls ihr euch jetzt wundert, hey Irina, normalerweise testest du das doch immer direkt. Hat einen Grund. Verrate ich euch nachher, warum ich es diesmal nicht teste. Aber ihr könnt es euch jetzt wahrscheinlich schon denken. So, das nächste ist das Hügens. Die straffende Pflege für gutes Aussehen. Die Marke Hügens hatten wir auch schon mal öfters, wobei man sich immer darüber irgendwie diskutiert, heißt das Hügens, Hügens. Ich weiß es auch noch nicht richtig. Also, was haben wir denn hier? Irgendein roter Hibiskus Plump and Glow Gel. Also, das heißt, irgendwas wird aufgepolstert. Diese für alle Hauttypen geeignete Pflege bietet einen sofortigen, aufpolsternden und gut aussehenden Effekt. Der Be Wirkstoff ist die rote Hibiskusblüte mit sofortigem Glow-Effekt. Ui, da fällt mir aber jetzt schwer, das nicht auszuprobieren. Seine Formel ist biozertifiziert vegan und reich an aufpolsternden, feuchtigkeitsspendenden Hyaluronsäure und nährendem Jojobaöl. Ist eine Sondergröße mit 15 Milliliter und was habe ich denn da ermittelt? 9,94 €. So, das nächste Produkt. Was haben wir denn? Ah ne, das ist das Mira. Okay, also Skin City von Mira, das nährende Serum. Schaut aus wie flüssiges Gold, ne? So, der ein oder andere, der regelmäßig mitguckt bei der Blissim-Box, die hatten wir schon mal, die Mira.
Wir hatten auch schon mal die Marke Hügens und wir hatten auch schon mal die andere Marke und die andere Marke. Also wir hatten schon vier Marken von, die jetzt hier drin sind, aber solange es nicht die gleichen Produkte sind, ist es doch völlig in Ordnung, oder? Vor allen Dingen ist es ganz toll für diejenigen, die sagen, ey, das hat mir super gefallen, die Marke, ich würde da gerne mehr von testen. Also, SkinCity, das nährende Serum, reinigt, pflegt und schützt deine Haut. Das reinigt? Eine Synergie aus reinen und ätherischen Ölen, die für ihre schützenden, nährenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften bekannt sind. Jetzt möchte ich mal Anwendungstipp sehen. Wie geht das? Trage eine Pipette morgens und abends vor deiner Feuchtigkeitspflege auf das gereinigte Gesicht und den Hals auf. Okay, jetzt wundert mich das ein wenig, weil da steht, dass es reinigt. Aber okay, vielleicht arbeitet das dann so in den Untergrund, ne, weil es in die Poren eindringt. Ja, das könnte Sinn machen. Kostet übrigens 11,90 Euro. Teilweise im Internet bis 27, aber der Grundpreis eigentlich 11,90 Euro. So, was haben wir dann? Oh ja, da haben wir Pompone wieder. Kennt ihr auch? Pompone hatten wir schon mal das Produkt. Das ist dieser Balsam in Blush. Damals hatten wir, glaube ich, so Lip in Cheek irgendwie, aber im Grunde ist es das Gleiche. Der einzige Unterschied, er soll mehr pflegend sein diesmal. Eine sehr schöne Farbe. Warte mal, den Kappi hier kann ich hoffentlich abmachen. Ja. So. Also, jetzt kann ich auch sagen, warum. Also, wer den jetzt bekommt, nein, der ist noch nicht getestet, wie ihr seht. Ja, dieser Fletsch da kommt von hier, wenn man das hier so draufklickt. Ja. Also, erstmal sage ich erst das eine, dann das andere. Was wollt ihr zuerst hören? Ja, klar, ihr wollt das andere zuerst hören. Also, es gibt wieder mal eine Verlosung. Das heißt, die Box. So wie sie jetzt ist, verlose ich diesmal an euch. Ja, was müsst ihr denn dafür tun? Weil das ist so, das überlege ich mir noch. Guckt in der Infobox. Ich komme jetzt nicht so spontan drauf, was ich jetzt nehmen möchte, weil ich weiß jetzt gerade noch nicht, wann ich sende. Deswegen guckt einfach in die Infobox, da habt ihr alle Informationen. Aber wie gesagt, die allerwichtigste Info, ihr müsst öffentlicher Abonnent meines Kanals sein. Ja, ich weiß, da haben sich ein paar geärgert, weil sie sagen, aber warum? Ich will das halt nicht öffentlich und ich gucke dich ja trotzdem regelmäßig. Da kann ich immer wieder nur betonen, dann kommentier bitte bei mir, dann sehe ich, dass du regelmäßig auch meine Videos schaust. Aber alles andere wäre einfach unfairer. Ganz ehrlich, ich bezahle die Sachen selber, ich bezahle den Versand. Dann sollte auch ein bisschen die Spielregeln so sein, wie ich es gerne möchte. Ne? So, also hier, wir waren bei diesem tollen Stift. Ich stecke jetzt hier erstmal wieder drauf. Ja, und da drauf. Und dann gucken wir mal, was dazu steht an Info. Also eine 2 in einen Stift für Puppen, Wangen und rosige Lippen. Ich kann mich hier drauf schmieren, wie ich will. Ich kriege keine Puppenwangen mehr. Da ist hier einfach zu viel Gockelhahnhals. Aber für die, die nur etwas straffer sind, nein, jetzt mal ohne Joke. Ich finde, es ist eine tolle Farbe, kann man sich gut drauf machen. Aber sie ist ja auch für rosige Lippen geeignet. Ey, das hätte ich jetzt gerne probiert. Aber wie gesagt, ist für euch. Dieser Stick bietet eine anpassbare Farbintensität und ein nicht fehlendes Finish. 99% natürliche Inhaltsstoffe, vegan, made in France. Jo, sehr schön. So, und jetzt dürft ihr mal raten, das ist das teuerste Produkt in der Box diesmal. Na, was denkt ihr? 10, 15, 20, 25? Nein, 27 Euro. Junge, Junge, wir sagen nichts mehr zu den Preisen, ne? So, und jetzt kommen wir zu Speciology. Hatten wir auch schon mal. Ist das cool. Guckt mal, das sieht total wie Perlmutt aus. Seht ihr das? Also, Speciology. Da könnt ihr ein Trinkspiel draus machen aus dem Namen. So, also ein Repair-Shampoo. Wir hatten von der Marke auch schon mal was. Ich weiß nicht, gerade nur nicht was. Also, dieses Repair-Shampoo hilft deinem Haar wieder mehr Volumen und Glanz zu bekommen. Es ist reich an natürlichen Keratinproteinen, die das Haar umhüllen und reparieren. Es enthält außerdem Arganöl, das die Haarlängen nährt und für Geschmeidigkeit sorgt. Das Plus, es schützt die Haarfaser vor Hitze und schädlichen Umwelteinflüssen. Also, das offizielle Verkaufsformat wäre 500 Milliliter. Das kostet jetzt 4,49 Euro. Auch da habe ich im Internet teilweise 2,50 € gefunden, aber der offizielle Preis wäre 4,49 Euro. So, bei meiner Haarlänge ist es natürlich direkt schon quasi bei ein oder zweimal futsch. Ja,
Aber ich finde trotzdem, ich finde auch, wenn da mal so kleinere Größen drin sind, ich finde die zum Testen echt gut. Früher war ich so jemand, der gesagt hat, nee, ich bin kein Freund von kleinen Größen, was soll man denn damit anfangen? Nee, mittlerweile hat sich das geändert. Erstens, ich habe ganz viel, was ich dann mal aufgebraucht zeigen kann. Ja, und zweitens ist es einfach so, dass man da wirklich Sachen testen kann, ohne dass man unnötig viel Geld ausgegeben hat, weil man dann merkt, das murks, ja. So, von daher, ich bin ein Freund davon geworden. So. Insgesamt komme ich jetzt hier auf ca. 55 Euro. Diejenigen, die halt die Box mit dem Voila haben, kommen auf ungefähr 58 Euro. Ich finde es eine gelungene Box. Box, eine Buchse ist es. Eine Box. Weil ihr habt wirklich von allem wieder etwas dabei. Und ja, wie gesagt, es gibt sie zu gewinnen. Ja. Ich muss mal langsam aufhören, so großzügig zu sein. Ne? Ich hau im Moment Verlosungen über Verlosungen raus. Ne? Ja, aber es tut einem auch gut. Also wenn man dann so merkt, dass man da anderen eine Freude mitmachen kann, dann ist es ja in Ordnung. Und solange ich das mit den Versandkosten hinkriege, ist es auch noch in Ordnung. Man braucht ja was für, um bei der Steuer abzusetzen. Für diejenigen, die letztens meine Verzweiflung gehört haben, es ist immer noch nicht geregelt. Ich weiß es nicht. Das will nicht so mit mir, Finanzamt und ich. Wir wollen nicht so wirklich miteinander. Wir werden es sehen. So, also in dem Sinne, ihr Lieben. Wer die schon bekommen hat und schon Sachen getestet hat, sagt mal Bescheid. Ich bin ja immer neugierig, ne? Ich freue mich ja immer darüber, wenn wir uns so austauschen. Ja, das war es dann jetzt wieder schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.